So, herzlich willkommen zu Fuchs und Hase, das erste Mal hier in unserem virtuellen Wirtshaus, im Wirtshaus zum Goldenen Schelch in Gemünden. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen zu unserer ersten Folge der Weinbrotzeit. Wie ihr wisst, ist unser Ziel von Fuchs und Hase ja, regionale Spezialitäten zu erzählen. Und heute haben wir uns mal den Wein vorgenommen. Ich habe dazu natürlich zwei Experten aus unserer Region eingeladen. Zu meiner Linken sitzt einmal der Robert Lambert, seines Zeichens Gästeführer der Stadt Gemünden und natürlich auch unser Sommelier in Anführungszeichen von den Brückenhockern. Und neben ihm sitzt der Ralf Schwarz aus Gräfendorf, seines Zeichens, jetzt muss ich aber ablesen, Ralf, Diplom-Ingenieur für Önologie und Weinbau. So, seid herzlich willkommen bei uns hier im Goldenen Schelch. Ihr könnt euch kurz vielleicht noch selber vorstellen, dass unsere Zuseher ein bisschen einen Eindruck bekommen, warum ihr zum Wein gekommen seid. So was ist ja nicht alltäglich. Warum entwickelt man eine Leidenschaft zum Wein, Robert? Na gut, Wein habe ich ja schon immer gern getrunken. Ja, Bier natürlich auch. Ja. Aber meine Pensionierung stand ja 2016. Ende 2016 war mein letzter Arbeitstag an. Und meine Tourist-Chefin, die Kollegin Jasna Bleitsch, okay, hat mir dann mal gesagt, Mensch, jetzt gehst du in Pension, willst du nicht für die Stadt Gemünden ein bisschen was machen? Mhm. Und da bin ich dann in der Zeitung über eine Ausschreibung der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau gestolpert, okay, die eine Qualifizierungsmaßnahme ausgeschrieben hatte, und zwar Gästeführer Weinerlebnis Franken. Dauert 23 Tage bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Die habe ich dann vom Frühjahr bis zum Herbst 2016 mitgemacht, mit abschließender Prüfung, und bin zertifizierter Gästeführer jetzt. Wunderbar. Für fremde Leute durch Gemünden. Unsere Intention als Gästeführer Weinerlebnis Franken ist ja, wir sind so ein Bindeglied zwischen den Winzern, den Winzergemeinden und den Gästen, die kommen. Ja. Und wir wollen natürlich den Gästen erlebnisreich unsere Kultur, den Wein näher bringen, die Landschaft, ja, näher bringen. Ja. Und das, wenn es geht, erlebnisreich bei den, genau, Führungen. Und das glaubt man bei und dir. Und das funktioniert ganz gut. Habe ich selbst schon miterlebt. Ja. Ralf, zu deiner Geschichte vielleicht, wie du zum Wein kommst. Kommst du aus einer Weinbaufamilie, aus einer Winzerfamilie, oder wie muss man sich das vorstellen? Aus einer Winzerfamilie, Walter, das ist so, wenn du in Gambach groß wirst, dann hast du entweder was mit Musikverein zu tun oder mit Weinbau oder mit beidem. Ja. Und so ist es auch. In Gambach waren sehr viele Genossenschaftsmitglieder. Meine Eltern haben Weinbau betrieben, seit ich denken kann. Mein Vater hat den Weinberg seiner Schwiegermutter neu angelegt, und seitdem weiß ich, wie Silvaner funktioniert. Und wie es immer so ist, das eine Hobby ist das andere ein Leid. Aber die Liebe zum Wein kam nicht nur durch ein Trinken und ein Durst. Irgendwie hat es dann Spaß gemacht, und ich war wissbegierig, wollte mehr Wissen erfahren und konnte dann meine fundierten Kenntnisse in Geisenheim am Rhein, okay, erweitern, und bin dann natürlich auch dabei geblieben. Wein machen war so mein Steckenpferd. Mittlerweile habe ich ein paar Quadratmeter Weinberg, die ich selbst ausbaue, und möchte natürlich auch den Frankenwein voranbringen, weil es natürlich auch unser Wein ist, genau, und im Franken leben. Und du bist natürlich der perfekte Gast heute hier bei uns auf der Eckbank vom Goldenen Schelch, weil du ja den Gemündener Weinberg auch ausbaust. Den das Scheren. Ist am Rande noch so. Am Rande noch. In der Tat. Genau. Jetzt haben wir uns natürlich hier als Ziel gesetzt, heute mal drei Weine aus der Region vorzustellen. Welche habt ihr uns denn da mitgebracht? Fangen wir doch mal an. Hier bei unserem ersten. Der erste ist ein Bacchus Kabinett vom Gessenheimer Homburg aus dem Weingut Hack. Das ist mit Sicherheit die Rebsorte, die man haben muss in Franken, die man kennen muss. Denn ich würde mal sagen, in Franken gibt es auf jeden Fall den meisten Bacchus. Und der Bacchus ist natürlich auch der richtige Einsteigerwein, den man getrunken haben muss. War der Bacchus zu Zeiten, also ich kann mich erinnern, war der nicht so beliebt jetzt, oder? Oder nicht so angesagt. Der Bacchus halt trocken war jetzt nicht unbedingt auf jeder Karte, oder? Ist das so ein Hauswein gewesen oder vom Standard her gegen einem Riesling oder Silvaner jetzt? Wie muss man das verstehen?
Oder gibt es eine Renaissance jetzt zum Bacchus? Weil jetzt kommt er langsam wieder. Ja, das ist so gewesen, dass der Bacchus nie weniger gewesen ist und ist auch nie mehr gewesen. Die Bacchus-Trinker, die rühmen sich nicht drum, die bestellen sich ihren Bacchus, weil sie den Bacchus mögen, weil keine Rebsorte dem Bacchus gleicht und weil der Bacchus einfach mit seinem schönen Duft, mit seiner Leichtigkeit und der schmeichelnden Süße natürlich dazu beiträgt, dass man den einfach gerne mal als Schoppen genießt. Jetzt sind wir ja nicht alle Weinprofis. Jetzt müsst ihr uns erstmal erklären, wie man den Wein jetzt richtig verkostet. Vielleicht noch vorneweg. Der Bacchus ist heutzutage Renaissance. Mhm. Haben wir ja gerade eben schon gesagt. Also er wird sehr gerne getrunken auf Weinfesten von den jungen Leuten. Okay. Ja, weil er spritzig, frisch wird er getrunken. Ja, und zwar so eine Weinverkostung geht ja meistens mit unseren drei Sinnen. Das ist das Wichtige bei einer Weinverkostung. Das ist das Auge, die Nase und der Mund, also Zunge und Gaumen. Und mit dem Auge schaut man ja erstmal rein ins Glas und da schaut man nach der Farbe, nach der ob er klar ist und nach der Dichte. Und das schaut man erstmal mit dem Auge an. Ich würde sagen, das ist so eine hellgrüne Farbe. Kann man das so vielleicht sagen? Mhm. Ja, so hellgrün. Blassgrün, ja. Also der Vorgang ist ähnlich. Ihr habt vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, habe ich Schnaps verkostet vom Hubert Fröhlich. Der hat mir das Gleiche erzählt. Man muss zuerst mal gucken. Zuerst mal gucken. der zweite Akt wäre dann das Riechen, die Nase. Ja, auch gleich wie beim Schnaps. Man muss sich ja vorstellen, man riecht ja viel mehr, als man schmeckt. Ja? Mhm. Und vielleicht mal für jeden ein Test für zu Hause. Ja. Einfach mal die Nase zuhalten, Marmelade und Leberwurst. Gleichzeitig? Ja, nee, nacheinander. Okay. Und man wird feststellen, es ist kaum unterscheidbar mit zugehaltener Nase. Das heißt also, man riecht viel, viel mehr, als man schmeckt. Mhm. Deswegen ist die Nase hier bei einer Weinverkostung schon wichtig. Okay. Ja, und wenn man erstmal in ungeschwenkten Glas reinriecht, tut man ja die flüchtigen Aromastoffe erstmal riechen. Mhm. Und wenn man schwenkt, und das ist ja das, die Kunst, weil man tut ja die Oberfläche vergrößern durch den Schwenken. Okay. Und da werden die Aromastoffe freigesetzt. Eins hast du uns auf der Brücke mal erklärt, dass man so ein Glas vorher erstmal ausschwenken muss. Richtig. Mit einem sogenannten, wie heißt der? Das ist auch einen speziellen Begriff. Es gibt erstens mal, wenn man keinen Spülwein hat, es gibt Spülwein. So billige Weine, mit denen kann man das ausschwenken. Oder wenn man jetzt keinen hat, tut man halt einen Schluck von dem Wein rein und den gibt man immer weiter und jeder tut sein Glas ein bisschen ausschwenken. Mhm. Und das nennt man wie? Weingrün machen. Ne? Weingrün. Oder verifizieren. Oder verifizieren. Ja. Und das sollte man schon machen, weil man muss ja überlegen, wenn man sein Glas daheim im Schrank stehen hat, nimmt ja von dem Schrank den Geruch an. Den Geruch an. Und am schlimmsten sind die Leute, die ihr Gläser in Kartons aufheben. Klar, die riechen das nach Kartons. Das ist noch schlimmer. Ja. Jetzt immer eine schöne Glasvitrine, da kann man ein Glas drin geparkt. Und dann sind sie schon. Wächst der Bacchus überall gleich gut in Deutschland? Deutschland, habe ich gelesen, hat 13 Weinbaugebiete. Ist das speziell für Franken interessant? Für Franken ist es insofern interessant, weil wir noch kühle Seidentäler haben und Franken immer noch ein bisschen kühlere Klimaten hat als jetzt das Rheintal. Okay. Und dadurch sind natürlich so Rebsorten wie Bacchus und Müller-Thurgau besonders begünstigt bei uns, da wir doch ein bisschen eine kühlere Einfluss haben und kühlere Nächte und dadurch werden besser die Aromen erhalten. Okay, das nennt sich auch Cool Climate. Cool Climate. Ja, wir sind in Franken. Okay. Das heißt, was erwartet mich jetzt? Ist da viel Säure jetzt im Vergleich zu anderen? Wenig Säure, viel Körper, wenig Körper? Was sagt der Önologe dazu? Das waren jetzt ganz, ganz viele Punkte. Viele Fragen auf einmal. Erstmal erwartet ich, und das finde ich ganz toll am Bacchus, ganz viel Duft. Ja, da riechst du Zitrone, da riechst du Holunderblüte. Da kommt eine ganz leichte muskatische Note. Ja. Das könnt ihr immer so schön erklären. Echt. Einfach Appetit, da hast du gleich Lust zu probieren. Und wenn du probierst, dann kommt eben nicht das Sehr Schmecken, fein. Sondern du nimmst erstmal die ganzen Aromen durch die Nase
Und wenn du dann den Wein über die Zunge laufen lässt, erwärmt er sich, dann gehen die Aromen wieder raus. Okay. Und das, was du dann hast beim sogenannten Schmecken, sind dann die Aromen, die rückwärts durch die Nase wieder nach außen dringen. Mhm. Und dann riechst du quasi ein zweites Mal. Mhm. Und das wird oftmals verkannt mit dem Schmecken. Mhm. Schmecken okay. gibt's bloß süß, sauer, salzig und okay. bitter. Mhm. Und da ist genau das, was uns jetzt wieder erwartet, so eine schmeichelnde Süße, mhm. die der Wein mit sich mhm. bringt, ganz wenig Säure. Und so ein kleiner Schnalzer, Frische, das macht doch Lust und Appetit wow, auf wow, mehr. Wow, wow. Und auch, ich meine, die Kohlensäure, die noch zu schmecken ist, mhm. Frische, mhm. Ne? Die mhm. Frische von mhm. dem Bacchus. Also ich muss mal für einen Laien jetzt sprechen, deswegen sitze ich ja hier mit auf der Bank. Für mich gibt es nur drei Sorten von Wein, einen leckeren, einen interessanten und einen, den man lieber nicht trinkt, aber ihr habt das wunderbar jetzt erklärt, wunderbar. Und ich kann das nachvollziehen, wirklich. Wenn man das hört, kann man das auch riechen dann. Und dann kostet man, wie beim Schnaps, auf die Zunge legen. Ja. Und dann darfst du natürlich auch trinken. Trinken. Ich hab da mal und dann kommt noch mal so ein richtiger Schwanz in der hoch. Super, super. Und dann, ne? Also wir sprechen jetzt noch mal zur Verdeutlichung vom Bacchus Cabinet. Was bedeutet Cabinet jetzt in dem Fall? Das ist ein Prädikatswein. Ja. Okay, das heißt, also das ist schon eine höhere Qualitätsstufe. Genau. Ja. Und er muss ja mindestens wie viel Grad Öxle haben? 80 Grad Öxle. 80 Grad Öxle bei der Lese. Bei der Lese. Ah, okay. Weil ein Kabinettwein muss ja bestimmte Grad Öxle haben bei der Lese. Hat aber nichts damit zu tun, dass der sehr spät gelesen wird nein, oder besonders nein, ausgelesen? Nein, nicht. Nein. Ah, okay. Zum Neutralisieren braucht man natürlich jetzt ein bisschen was zum Knabbern, oder? Ich schaue die ganze Zeit schon hier auf also, das Brot. Ich glaube, wir dürfen schon mal zuschlagen. Ja. Hm. Ja. Robert, du hast eingekauft. Ja, gut. Bedient vielleicht nennen wir auch mal die Herkunft vielleicht. Wenn man ja gut, die Hannelore hat schnell noch einen Obatzen gemacht. Ja. Ja. Hat mich zwar ein bisschen zusammengelaust, weil der Käse nicht so reif war, wie er sein sollte. Aber ich denke, er schmeckt trotzdem. Ja. Ich habe ihn schon probiert. Okay. Ja. Also ich nehme mal ein Brot zum Neutralisieren, glaube ich, ganz gut. Weil wir machen ja noch ein bisschen. Das Brot her von euch? Das ist von Wernfeld. Das Brot ist von Wernfeld, von der Bäckerei Bock. Die ja. darf man auch ruhig mal nennen. Und das ist die Wernfelder Stolle. Das ist mein Lieblingsbrot. Okay, das ist ein Roggenmischbrot. Ein Roggenbrot. Ein Roggenbrot. Mhm. Fein. Das Gröstl habe ich in ja, Gattert. Ja, das ist ja in Ordnung. Ganz richtig. Mhm. Ja, schauen wir mal. Probieren wir einfach mal, ob der Hannelore hier. Willst du Käse oder willst du? Oh ja, du mal die Käsewürfel, ja? Käsewürfel und da haben wir ja auch noch Wurst vom Wald. Also alles heimische. Alles heimische Spezialitäten. Alles wunderbar. Alles heimische Spezialitäten. Mm. Ja, dann schauen wir mal. Perfekt. Was die Hannelore zusammengebracht hat, ne, Ralf? Jetzt muss ich noch mal angucken. Weingut Hack, vielleicht nur mal ein bisschen Werbung zu machen in der Sache. Natürlich im Sommer prädestiniert oder auch jetzt im Winter, da hat er seine große Heckenwirtschaft. Ja. Oder das ist ja fast schon eine richtig gute große Wirtschaft. Große, ne? Großes Unternehmen ja. eigentlich. Genau. Und ich habe auch gehört heute, dass er Hütten oben zur Homburg hat nochmal, die man anmieten kann mit bis zu 15 Leuten. Mit einem Kamin drinne und richtig schön zur Verkostung, zur Weinverkostung. Bestimmt auch eine schöne Sache hier für Leute, die hier mal Urlaub machen oder hier ein Event planen. Vielleicht nebenbei bemerkt. Ja. Gut. Ja, der Gunder Hack, der macht das ganz ambitioniert. Seine ungefähr 4 Hektar in Gössenheim, wo auch die meisten Lagen sich befinden, die er bewirtschaftet. Und mit seinen 2 Kindern, der Magda Hack und dem Johannes, betreiben die zusammen das Weingut. Und die machen das sehr engagiert. Und ich glaube, die haben noch Großes vor. Mhm. Und wenn das so funktioniert mit den ersten und der zweiten Generation, dann wird da bestimmt auch was Großes noch draus. Mhm. Und ich denke, der Bacchus, der ist denen gut gelungen. Sehr gut, ja, wirklich. Mhm. Und wenn ihr nichts habt, gehen wir übergangslos gleich mal zu unserem nächsten Knaller. Ich probiere erst noch mal Stück Wurst. Ja. Was ist euer Plan? Wie machen wir weiter? Mit dem wunderbaren Silvaner vom Ralf oder mit dem Müller-Thurgau von Höfling? Mhm. Machen wir Müller. So, du hast die Ehre. Ja. Ich mache sein Bein. Okay, gerne. Ja. So, ich muss jetzt erstmal die Wurst vom Wald noch würgen lassen.
Oh, das Brot ist lecker. Da haben wir aber jetzt eine andere Qualitätsstufe. Das ist jetzt ein QBA, ne? Ein Qualitätswein. QBA ja. Heißt? Qualitätswein, bestimmtes Anbaugebiet. QBA, ne? Okay, muss man sich merken. Aber wir verkosten alles 2017er. Das sind alles 2017er. Alles 2017er. Dann auch. Machen wir das Glas erstmal ein bisschen weingrün und spülen mal durch. Ne? Ja, würde ich auch sagen. So, und ich darf ihn trinken. Ja, musst du nicht, kannst du auch ausschütten. Ich trinke den, wird nichts verschüttet. Also jetzt haben wir einen Müller-Thurgau. Ja. Genau, ein Müller-Thurgau vom Weingut Höfling in Eusenheim. So. Eusenheimer Fürst, ne? Im Eusenheimer Fürst, genau. Ist ein Qualitätswein und der ist wieder trocken ausgebaut. Also unter 9 Gramm Restzucker. Was heißt das? Ausgebaut ist von 0 bis 9 Gramm Restzucker. Was gibt es neben dem Qualitätswein? Weil ihr sagt Qualitätswein, was gibt es dann sonst? Landwein gibt es. Landwein. Das ist unterhalb dieser Qualitätsstufe. Ne? Okay, und den trinkt man so Mittag zum Essen? Ja, meistens in der Literflasche wird er abgefüllt, ne? Der Landwein. Ja, es gibt ein paar Landweine, wie auch in anderen Anbaugebieten ist es so. Du hast, aber die ist nicht recht groß, die Anbaufläche. Nee, also hier bei Müller-Thurgau haben wir es ja mit den am meisten angebauten Rebsorte in Weinfranken zu tun. Ungefähr 25%, ne? Müller-Thurgau ist knappe 25%. Knapp 25% okay. Der Anbaufläche ist Müller-Thurgau. Und das hauptsächlich auch in Franken? Also an der Mosel gibt es keinen Müller-Thurgau? Nein, hier in Franken. Wir sprechen nicht von Franken. Okay. In Franken 25%. Und wir haben ja in Franken ca. 6.300 Hektar Anbaufläche. Okay. Und von diesen 6.300 sind 25% Müller-Thurgau. Unser Weinhistoriker Robert erklärt uns vielleicht nochmal, wo der Name herkommt. Müller-Thurgau. Was muss man darunter verstehen? Ursprünglich hieße dieser Wein Rivana. Okay. Und hatte Kreuzungseltern Silvana und Riesling. Mhm. Riesling und Silvana. Mhm. Deswegen Rivana. Ja. Ja. Und 1913 hat ein gewisser Herr Dr. Dern 400 Pflanzen in Thurgau, also in der Schweiz, geholt und hat die hier in Bayern angepflanzt. 100 in der Nähe von Regensburg, ist ja auch ein kleines Weinbaugebiet in Regensburg. Und 300 Pflanzen sind in Sendelbach angepflanzt worden. Und der hat ohne Wissen von den anderen und ohne jemand was zu sagen, diesem Wein den Namen Müller-Thurgau gegeben. Genau. Und 1999 hat sich durch Genanalyse, und die gibt es ja noch nicht so lange, herausgestellt, dass dieser Müller-Thurgau tatsächlich die Kreuzungseltern Riesling und Madeleine Royale. Eine französische Rebsorte. Okay. Aber er muss ja gut gewesen sein, sonst hätte er sicherlich durchgesetzt. Jetzt trinken wir mal ein. Wie ihr mir erklärt habt, 25% der Weinbaufläche in Franken sind Müller-Thurgau. Richtig, 25%. Also sehr, sehr breit im Geschmack. Also die meist angebaute Rebsorte in Weinfranken. Wunderbar, darauf trinken wir mal auf jawohl. Den wunderbaren... Kleiner Trinkspruch hierzu. Ja. Sorgen bringt das liebe Leben und Sorgenbrecher sind die Reben. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt haben wir ja lauter 2017er. War das ein besonders guter Jahrgang, Ralf, 2017? 17 war eher durchschnittlich. 17 war nicht stark geprägt von irgendwelchen langen Hitzeperioden, was sehr günstig war. Vorhin hat man schon mal von kühlen Klimaten gehabt, wo ja Franken dazu zählt, wo besonders Barros und Müller-Thurgau gut gedeihen. Und da hatten wir eine sehr lange Vegetationsphase, die Trauben konnten sehr lange reifen, die Nächte sind immer schön abgekühlt und das widerspiegelt sich natürlich in dem Wein. Er ist schön frisch, schön knackig, bringt eine schöne zarte Frucht mit sich, genau wie der 2017er Jahrgang war, nicht so schwer, nicht so opulent, genau richtig für Müller-Thurgau und
Bacchus. Wunderbar, haben wir schon zwei gute verkostet. Ich hoffe, wir schaffen den dritten jetzt auch gleich noch. Den nehmen wir dann mal in Angriff. Jetzt nochmal zum Wohl auf Weingut Höfling in Eusenheim. Zum Wohl. So, jetzt schreiten wir mal schnell voran. Und zwar zu unserem dritten im Bunde. Und zwar in Gemünden, der Platzhirsch aus Gemünden, Gemündener Scherenberg, Silvaner. Ralf von dir, da kannst du sicher eine schöne Geschichte dazu erzählen. Ja, ich kann mich rühmen. Machst du denn auch? Die kleinste Einzellage in Franken bewirtschaften zu können. Denn am Gemündener Scherenberg gibt es nur diesen einen Weinberg. Das sind ca. 1700 Quadratmeter. Und ich durfte den 2015 übernehmen als Bewirtschafter. Und seitdem wird der Wein auch ausgebaut. Und ich denke, das ist ein schönes, exklusives Aushängeschild für die Stadt Gemünden, dass man als Weinbaugemeinde wieder auftritt. Das stimmt. Wird auch mit Sicherheit gerne verschenkt hier von den Honorationen in Gemünden. Kann ich mir vorstellen, so viele Flaschen wird es nicht geben. Wie viel meinst du, wie viel kriegst du da raus? So grobe 1000 Flaschen pro Jahr sind es. Und was hat es mit der Eidechse auf sich, auf dem Logo? Die Eidechse ist das kleine Lebewesen, was besonders gerne die Zauneidechse in den Buntsandsteinmauern, in den Weinbergen lebt. Und wie in Gambach, wo ich auch herkomme, und in Gemünden findet man den Buntsandstein, den roten. Und dort findet man auch ab und an mal die Zauneidechse. Und wie man schon an der Kapsel auch sieht, soll das natürlich die rote Farbe des Buntsandsteins und natürlich auch der Eidechsenmännchen zeigen. Ja, ja, ja. Jetzt ist der Silvaner ja auf jedem Plakat vom Fränkischen Weinbauverband oder was auch immer im Marketing ganz stark. Franken ist Silvanerland, glaube ich. Silvaner Heimat, ja. Das heißt, wenn Seit 1659. Das heißt, wenn wir 25% Müller-Thurgau haben, wie viel Prozent Anteil hat der Silvaner da? 24 circa. Also nicht ganz die Mehrheit, aber auch stark vertreten. Ja, wobei man muss bedenken, der Müller-Thurgau hatte 2000 noch um die 40%, wow. 38%. Müller-Thurgau im Jahr 2000 noch ca. 38-40% darum, der Müller-Thurgau. Und sind viele jetzt umgeschwenkt, viele Winzer auf Silvaner. Ja, und Silvaner ist zwar nicht im gleichen Umfang gestiegen, wie der gefallen ist, aber er ist doch gestiegen. Mhm. Und der zeichnet eigentlich Franken aus. Wenn man an Franken denkt, denkt man an Silvaner oder ist das... Ist das marketingtechnisch so gepusht oder ist das wirklich so, dass der hier besonders gut wächst? Weil es gibt nur ein Anbaugebiet, was mehr Silvaner anpflanzt, aber es ist auch wesentlich größer als Franken. Mhm. Aber Franken ist der zweitgrößte Silvaner-Produzent und wenn man in Deutschland, deutscher Wein und an Franken denkt, denkt man als allererstes an Silvaner. Okay. Das können wir besonders gut und fränkische Silvaner ist bekannt in Deutschland und darüber hinaus. Dann erklär uns mal, was du daraus riechst, jetzt aus dem Gemündener Silvaner mit Gemündener Buntsandstein ist das. Hier oben, ja, ne? Ja. Und das haben ja schon die alten Römer wahrscheinlich hier versucht, oder? Das sind ja uralte Weinberge hier auch. Da müssen wir unseren Weinhistoriker. Genau, hier, den Robert wieder bemühen. Ja, gut. der fränkische Weinbau, so 400, 600 nach Christus, ist er mit der Besiedlung angegangen. Mhm. Ja. Nachgewiesen ist es 777 durch eine Urkunde, Schenkungsurkunde, durch Kaiser Karl den Großen. Ja, und zwar hat er Weinberge von Hammelburg dem Fürstbischof von Fulda geschenkt. Mhm. Und deswegen, diese Urkunde ist nachweislich Hammelburg, die älteste Weinbaustadt. Genau, die rühmen sich ja damit. Ne? Jawohl. Die werben ja auch damit als älteste Weinbaustadt. In Franken, ja. Ja, unglaublich. Gemünden, man sieht es also das ist nachgewiesen. Gemünden ist jetzt nicht unbedingt die Weinbaustadt. Man sieht es ja hier in unserem Wirtshaus zum Goldenen Schelch. Wobei hier mit Fische bekannt. Wobei wir in Gemünden schon im Mittelalter Weinbau gehabt haben. Und man darf nicht verkennen, in Gemünden war im 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts hatten wir noch 75 Hektar. Wow. Ja, das heißt also von jetzt noch um die Scherenburg herum bis Richtung Grautal raus hatten wir Weinbau gehabt. Und das Ganze, müssen wir ja überlegen, ist bis
bis zum Main runter gegangen. Ja, ja. Weil man hatte ja in dieser Zeit, 1830 zum Beispiel, war eine Hochblüte, Gemündemer Weinbau, hatten wir ja noch keine Eisenbahn. Also die Flächen da unten, da wo jetzt Boss war und Eisenbahn, da war alles Weinbau. Verrückt. Ne? Und bis, warum ist das zurückgegangen? Hat viele Gründe. Industrialisierung ist gekommen. Kein Geld verdient wahrscheinlich. Viele Leute haben dann aufgehört. Dann ist die Reblaus gekommen. Okay. Dann sind natürlich die Weltkriege gekommen. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere hatten in Gemünden durch diese hohe Zerstörung die Leute was anderes zu tun, Absolut. Als in Weinberg Klar. zu gehen. Im Gegenteil, sie sind in Weinberg gegangen. Ja. Aber die haben die Steine da oben im Weinberg geholt, weil sie die gebraucht haben, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Ja. Ja. Ne, deswegen ist das in Gemünden eigentlich zum Erliegen gekommen. Jetzt riechen wir aber doch noch mal rein, Ralf. Erklär uns mal, welche Noten wir da jetzt in Gemünden rausriechen. Das sind primär fruchtige Noten. Es ist auch wieder Apfelquitte, ein bisschen Zitronengras, leichte rauchige, würzige Noten. Also du bist zufrieden. Der typisch zurückhaltende, der wortkarge Franke, so ist auch der Wein, deswegen passt auch der Silvaner so gut nach Franke. Ralf, frisch geschnittenes Heu. Genau. Ja. Also sehr fein, wirklich sehr, sehr gut. Zu der Brotzeit von der Hannelore natürlich perfekt. Also gut, wirklich, jetzt wirklich. Merkt auch also im sehr, Gegensatz sehr fein. Zum... Ein wenig cremig im Abgang, ne? Genau, zum Meer und Bacchus bringt ein bisschen mehr Körper, hat ein bisschen mehr Druck auf der Zunge, hat einen etwas längeren Abgang, aber das ist eben auch der Silvaner-Typ. Er ist eher der kräftige, nicht so laut in seinem Bouquet, sehr dezent die Aromen, so der ganz Das ist ja so nach dem Schlucken, und das ist bei dem Wein jetzt so der Fall, nach dem Schlucken, wenn dann nochmal so ein bisschen das hinten hochkommt, das nennt man Schwanz. Doch, tatsächlich, nimmt man Schwanz und dann kommt das nochmal hoch und da kann man den Wein nochmal so richtig genießen. Also gut, ich glaube, ich trinke noch einen, aber dann ist gut. Ich glaube, wir haben uns ganz gut jetzt einen reingezwirnt, würde die Julia sagen. Ein Fachbegriff aus der Önologie. Aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland, genau. Vielleicht, wie können wir es nochmal zusammenfassen? Wir haben jetzt drei wunderbare Weine hier aus der Region kennengelernt. Bacchus, Silvaner, Müller, Thurgau. Alle wunderbar. Muss ich ehrlich gestehen, jetzt, ich bin zwar kein Weinkenner, aber ein Weinliebhaber bin ich natürlich. Passt zum wunderbaren Brotzeit, zum tollen Essen. Ich glaube, es gibt jetzt keine Abstufung, das ist immer Geschmackssache, natürlich bei Wein, aber letztendlich macht man nichts falsch, wenn man einen davon wählt. Es ist für jeden was dabei. Ja. Es ja. ist für den was dabei, der lieber einen trockenen Wein trinkt. Ja. Es ist was dabei, der nicht so gern trockene Weine trinkt, wie zum Beispiel der Bacchus war ganz fein. Ja, der halbtrockene Bacchus, wunderbar, ein bisschen Säure, ein bisschen Kohlensäure und frisch belebend und so weiter, das ist wunderbar. Ja, ja, ja. Was hat es eigentlich mit der Flaschenform nochmal auf sich, mit den Boxbeuteln? Muss man den aus dem Boxbeutel kaufen oder den gibt es ja auch in der Literflasche oder Dreiviertel-Literflasche? Meistens in Bordeaux-Flaschen. Bordeaux-Flasche heißt? Ja, die gibt es in Bordeaux-Flaschen. Was heißt Bordeaux-Flasche? Ich glaube, der Höfling gibt es auch. Gibt es in Bordeaux. Das ist eine Bordeaux. Das ist eine Bordeaux-Flasche. Das ist eine Bordeaux-Flasche. Okay. Zylindrische Form und der Flaschenhals. Ja. Und der schenkt den, glaube ich, auch in der weißen Bordeaux-Flasche aus. Ja, ja. Genau. Ich glaube, gibt es den auch. Ja. Aber gerade haben wir abgeschlossen mit dem Silvaner, typisch für Franken. Ja. Was ist, haben wir noch anderes Boxbeutel. Typisch für Franken, wenn man an Wein denkt? Natürlich der Boxbeutel. Ja. Und jetzt, wenn man sieht, das ist der neue Boxbeutel. Die Kontur ist nicht mehr so rund, wie man ihn so in Erinnerung hat. Ist zwar immer noch elliptisch, aber die Kanten sind doch etwas zu erkennen. Prägnanter, absolut. Drei unterschiedliche Farben, in Weiß, in Grün und in etwas einem bräunlichen Ton.
Das ist natürlich entsprechend der Weinqualität oder was man für seinen Kunden so als Anreiz geben möchte. Die helle Flasche erwartet man natürlich einen frischen, spritzigen Wein. Ja, das ist der frische Wein, der junge Wein wird in helle Flaschen und der muss auch schnell getrunken werden, weil der die Lagerfähigkeit höchstens 2 Jahre, 2 bis 3 Jahre sagt man höchstens. Ja, die sind so spritzig und frisch. Und die spritzig, frisch, die können gleich getrunken. Mhm. Und das ist meistens in den weißen Flaschen. Ja. Okay. Und dann in den braunen Flaschen kommen die Lagenweine rein. Ne? Und in den grünen Flaschen dann die besseren Lagen. Also ich fand es gut, dass da mal ein gewisser Wandel stattgefunden hat. Das Ganze ist zeitgemäßer, finde ich auch. Ist moderner hier. Der Boxbeutel ist doch ein bisschen verstaubt gewesen, der alte Boxbeutel, wenn man ihn geschenkt hat und so. Finde ich jetzt viel, viel smarter. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt so, jede Region hat ja so seinen Favoriten. Mhm. Wir in Bayern, in Weinfranken haben ja unseren Favoriten, das ist der Silvaner. Mhm. In Deutschland haben wir einen Favoriten, das ist der Riesling. Ja. Rieslingland ist Deutschland. Deutschland ist eigentlich, Riesling wird am ist federführend. Mhm. Ja. Und in Frankreich ist es was? Weißt du es? Nee. Ne? Und so hat halt jedes Land hat seine bestimmte Rebsorte. Und deswegen finde ich das auch richtig von der Werbung her in Weinfranken, dass der Silvanerland und man identifiziert sich damit. Und man identifiziert sich damit. Und es gibt ja gute Gründe. Schau mal her. Wir können ja nachweislich wuchern. Ja. Ja, zum Beispiel der Johann Wolfgang Goethe. Ja, der hat ja nachweislich, und das ist ja in den Archiven in Würzburg nachzulesen, sich ja immer Frankenwein, insbesondere den Silvaner, vom Stein schicken lassen. Genau. Und dann hat er mit seinen Kollegen, wer war ordentlich das? Ein der Schiller. Der Schiller. Ja, und die zwei, die haben nur Silvaner vom Würzburger Stein getrunken. Mhm. Ja, und mit solchen Dingen kannst du natürlich dann wuchern. Ne? Deswegen noch ein Trinkspruch von Goethe. Ja, jetzt hätte ich von dir noch abgefordert, einen wunderbaren Trinkspruch. Robert, jetzt sind wir auch durch. Und bevor wir beschließen, vielleicht noch einen schönen Trinkspruch, Robert. Jawohl. Ohne Wein und ohne Weiber holt der Teufel unsere Leiber. Ja. Ich habe gedacht, unsere Leiber kommt von euch. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Auch vom Goethe. Wunderbar. Vielen Dank. Damit beschließen wir unsere kurze Rundreise hier durch unsere Region mit den drei wunderbaren Weinen. Und vielleicht, wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr lieben Zuseher, gibt es eine zweite Folge. Wir würden uns gerne mal unterhalten über Wein aus, letztendlich über Sekt, über Sekko, über Winzersekt, über Winzersekko im Vergleich zum Champagner. Großes Thema. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt uns. Ihr seht natürlich die ganzen Kontaktdaten im Abspann. Uns hat es Spaß gemacht. Wir werden noch ein bisschen sitzen bleiben, glaube ich. Es gibt noch einiges zu trinken. Wir haben noch was zu essen und zu trinken auch. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ja. Tschüss. Tschüss.